Eine Station, wo sozusagen aus Müll, was auch immer, Charaktere gebastelt werden und die werden dann da hinten als Filme sozusagen zusammengestellt. Wir sind heute hier mit unserem Ausstellungsstück, unser großes Tetralight. Das ist ein Display, was aus Tetrapacks besteht und kleinen Pixeln, kleinen Lichterketten. Wir zerlegen hier alte Elektrogeräte, nehmen das auseinander und benutzen die Platinen. Wir haben ja ganz oft so ganz schönes, feines Muster oder lustige Beschriftungen und da kann man sich dann was aussägen, draufkleben oder Ohrringe machen. Es wird halt so viel angeboten, es gibt so viel auszuprobieren und Hammer. Bei dieser Installation handelt es sich um eine experimentelle holographische Spielekonsole. Das Spiel wurde generell von James Bond inspiriert, Sag niemals nie. Dort gibt es ja auch so ein ähnliches Setting, wo sich zwei Gegner gegenüberstehen und sich in die Augen schauen. Das ist sozusagen die entschärfte Version. Und Schiffe versenken, weil wir eben ein Spieleprinzip haben wollten, das jeder kennt, so dass keine großartige Erklärung notwendig ist. Das Besondere am Festival ist, dass Kinder nicht nur Konsumenten von Technologie sein können, sondern auch die Macher von Spielen, von interaktiven Inhalten. Mich hat an diesem Festival total begeistert, wie viele interessante junge Leute, die sich halt mit Medien befassen, man hier treffen kann. Und wir haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt, haben ganz tolle Leute kennengelernt. Wir haben viele interessante Projekte gesehen in allen möglichen Bereichen, die mit Medien zu tun haben. Das geht jetzt über Kunstprojekte, über Webseiten oder Apps für Mobile, die halt auch realweltlich irgendwas ändern und tolle Ideen irgendwie verbreiten. Auch hier bis hin zu Games, wo wir natürlich jetzt reinpassen. Und ja, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es ist sehr schön organisiert gewesen, es war eine ganz tolle Atmosphäre. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Es gibt da draußen in der Welt wirklich ernsthafte Probleme und wir als Spieleentwickler können die einfach laut rausposaunen durch die Mittel, die wir haben. Ja. Und da sind halt ganz tolle Spiele mit der Flüchtlingsthematik zum Beispiel aufgekommen oder auch Animationsfilme. Und ja, da sieht man wieder, was das für ein tolles Medium ist und wie viel man damit machen kann. Und ich finde das wirklich sehr bewundernswert, dass sich Leute da so viel Gedanken machen. Und ja, dann nicht nur eigennützig denken, sondern auch versuchen, ja, durch das Medium andere Leute zu fördern und ihnen Gehör zu verschaffen. Persönliches Highlight ist für mich die Games Area, die ich gerade mitbetreue, weil gerade hier jung und alt zusammenkommen und halt auf alten und wie neuen Konsolen spielen. Und das finde ich halt sehr schön auf jeden Fall. Ob du jetzt Filme magst, ob du Games magst, ob du Kunst magst, du findest zu jedem Bereich irgendetwas. Also egal, ob du jetzt nur dich für diesen einen Bereich interessierst oder ob du mal alles ausprobieren willst, du findest einfach was. Du kannst einfach alles ausprobieren, du kannst dich selbst irgendwie kreativ betätigen, du kannst auch einfach zugucken oder einfach nur genießen. So.
Spaß. Medienkompetenz. Innovation. Kreativität. Zukunft. Spannend. Und lustig.